Die Legende der Sternhelden geht in eine neue, hoffentlich epische Phase hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Alle Freunde, willkommen zurück. Wir sind zwar immer noch vom Welt, vom Ende außer Welt, das stimmt, deswegen war vielleicht meine Aussage mit der neuen Ära vielleicht ein bisschen verfrüht. Andererseits sieht man hier, haben wir schon relativ viel geschafft. Praktik, Duell hier unten, erstmal machen wir aber Ziel. Das Ziel ist doch das Wichtigste. Nee, eigentlich ist der Weg, aber egal. Der Weg zum Ziel, der Ziel zum Weg, was? Den Weltpanzer vor Augen wurde Aurams Gruppe von einem Kravler-Schwarm aufgehalten. Ganz gleich, wie viele Monster sie besiegten, ein neuer Schwarm trampelte über die Trümmer der Gefallenen herbei. Jetzt war die Gruppe geteilt und bekam Schwierigkeiten. Von dem schier endlosen Kampf war die Gruppe erschöpft. Sie konnte nicht vorrücken und sich jetzt anscheinend auch nicht mehr zurückziehen. Sie hatten keine andere Wahl, als bis ans Ende ihrer Kräfte zu kämpfen. Gerade dann, als Aurum und die Gruppe kurz im Zusammenbruch standen, rief Lee ihnen zu. Wenn ihr den überlegenen X-Faller besiegt, solltet ihr die anderen Crawler zum Stehen bringen können. Inmitten des Kampfes hat Lee erkannt, dass der X-Crawler der Kommandeur der Crawler. Vertrauen auf Lees Erkenntnis durchbrach die Gruppenumzingelung und stürzte sich auf den X-Crawler. Der X-Crawler leistete heftigen Widerstand, aber sie kanalisierten ihre letzte Stärke, um ihn zu besiegen. Als der Kommandeur zusammenbrach, hörte der Crawler-Schwarm rund um die Gruppe plötzlich auf, sich zu bewegen. Schwer verwundet erreichten Aurum und die Gruppe endlich den Weltpanzer, aber darunter waren nicht nur Crawler. Plötzlich erstrahlte Licht in sieben Farben vom Himmel. Die sieben Ritter erschienen. Von ihren Körpern ging ein metallisches Leuchten aus, jeweils in einer anderen Farbe des Regenbogens. Die Mech-Ritter, die die Menschheit und die ganze Welt herrschten, waren jetzt genau an diesen Ort herabgestiegen. Obwohl sie von menschlicher Gestalt waren, erschien es unmöglich, in Worten mit ihnen zu kommunizieren, und sie hatten offensichtlich nichts Menschliches an sich. Während Aurum und die Gruppe zitternd vor ihnen standen, unfähig zu sprechen, streckten die Ritter stumm die Hände aus. In diesem Moment erzeugten ihre Hände ein Kraftfeld, das Ib einhüllte. Ib war erschöpft. Nein, völlig ausgelaugt. Die von Ib erzeugte magische Barriere konnte dem Kraftfeld nicht standhalten. Der Rest der Gruppe mühte sich ab, um Ib zu retten. Aber mit demselben Licht, aus dem die sieben Ritter erschienen waren, verschwanden sie und Ib spurlos. Lee warnte vor der Gefahr, die drohte, falls Ibs Zauberstab gestohlen werden würde und die anderen Weltvermächtnisse in die falschen Hände fielen. Aurum und seine Kameraden, von denen es nicht mehr viele waren, brachen auf, um Ib zu retten und das nächste Weltvermächtnis zurückzuerlangen. Oh mein Gott, die Mech-Ritter, die haben wir komplett vergessen, die wurden am Anfang mal erwähnt. Weltvermächtnis, ausgerechnet der Weltkelch. Als Karte finde ich den ja eher so ein bisschen suboptimal. Kosmische, mechanische... bringt nicht viel, weil ich eh kaum Punkte habe. Okay, machen wir noch hier unten mal nach. Gucken, Praktik. Lernen die Vorzüge des Crawler-Decks kennen. Ach nö. Jetzt wollen wir mit Crawler-Decks kämpfen. Was haben wir hier? X-Crawler sind... Oh, wieder Link-Monster, natürlich. Oh, Gott im Himmel, sei es geklagt, wie das Spiel mich plagt. Ja, Moment, was haben wir hier alles? Crawler Rezeptor, Crawler Dawn. Ein bisschen was von den, wie ist das schon wieder? Aus Yu-Gi-Oh! GX-Ära. Nicht das Cyber-Drachendeck, sondern, diese Finsternismonster, auch mit dem Cyber-Finsternis-Drachen, oder Enddrache, Cyber-Finsternis-Zecke und so, oder? Hat ja einen, also Cyber-Finsternis-Monster sind die. Erinnert mich ein bisschen an die. Ach du Scheiße. Ja gut, ich meine. Es ist erstmal Praktik, wir lernen es jetzt kennen.
Da gehen wir wohl dasselbe Deck, ja, mehr oder weniger. Okay, Freunde. Sie hat, ja gut, Spiel. Sie hat Stufe, aber gerade gesagt. Mann! Oh. Natürlich Schwierigkeitsstufe. Oh, Sicherheitsstufe, ja. Direkt von der Arbeit rein ins Spielen, da kann sowas schon mal passieren. Huch, hat sogar gereimt, fast. Was macht den Crawl Deck einzigartig, dass es hässlich ist? Deaktiviert. Oh nein, Flip-Beschwörung. Immer so semi-geil, finde ich. Crawl-Link-Monster können auch zwei andere Crawl-Monster Spezialbeschwörung beschwören. Dann kann es zerstört werden. Ja gut. Nicht so speziell, sag ich jetzt mal. Okay. Turn Change. Und ich ziehe. Schatten über dem Weltvermächtnis. Oha. Cool. Ich meine, Spezialbeschwörung machen ist immer geil. Ah, nichts verdeckt, okay. Das war ja ein Flip. Ein Crawler Dendrit. Was? Okay, soll ich direkt das Link-Monster rufen? Ja, wir machen eine Link-Beschwörung. Ich würde gerne mal einen extra Link einsetzen. Das wäre mal geil. Du. Momentan gar keine. Ah ja. Ich rufe mal den Dendrit. Also diese Crawler-Link-Monster sind irgendwie sowas wie... Naja. Wie Xyz-Monster. Nur halt, dass Xyz-Monster die Effekte haben anhand der angehängten Monster. Und hier ist ein bisschen anders. Die sind halt andere Monster auf dem Feld. Tja, Freunde, das ist ein Crawler-Deck. Da sind dann die Mekrita aufgetaucht, ey. Mann, Mann, Mann. Boah, Alter. Von Stufe 1 auf Stufe 5 wollte ich mich verarschen. Falls ein Naturia-Synchromonster da ist, wird der Effekt deiner Karte ungültig. Achte darauf, dass es viele Synchromonster mit den Angriffs gibt. Also, WTF? Haben wir uns eigentlich schon gesehen. War ein Gegner? Oh. Oh, kann ja lustig werden, Freunde. Jetzt hat er mich so auf die andere Deck gefreut, beziehungsweise ja, eigentlich auch schon Weltvermächtnis und so. Mich angefreundet, jetzt kommen hier die Crawler. Die natürlich alles anders und scheiße machen. Na ja, komm. Der Effekt klingt noch relativ sinnvoll. Nee. Wir dann nicht das Wahre. Ich muss so fast den hin. Das Problem ist halt, der Effekt wird gar nicht aktiv. Na komm, werf mal den ab. Das ist auch schön.
Ganz kurz, was macht die Fallenkarte? Ich habe eine Weltvermächtniskarte in meinem Deck. Okay. Den Link-Monster sein, okay, muss ich auch mal merken. Was ist ein Crawler-Ansturm? Ich dachte, der geht jetzt irgendwie auf Naturia-Monster. Ja, das wird wehtun. Und tschüss. Das ist aber jemand sauer, wa? So, jetzt haben wir Effekt, okay. An der Flip-Beschwörung hier. Warte mal, wie ging das schon wieder? Flip man so ein Deck, nehmen wir es in der Hand oder es auf dem Friedhof legen? Das war das andere Vieh, was ich hatte. Ne, warte mal, Twinkle. Hä? Moment. Wo zum Henker? So, den wollte ich ja genau. Aber noch mal irgendwo? Natürlich nicht, wäre auch zu einfach. Den Engel, aber den nochmal irgendwo, doch im Friedhof nochmal. Toll, den Engel habe ich mehrmals, sehr super. Den würde ich auch gerne mal nutzen. So. Ich kann hier immer noch die Dinge auch noch rufen. Jinkle Dolls, Dolls, Dolls. Ich könnte theoretisch ihn opfern und den dafür einsetzen, weil ich hier dann eh Linkmonster rufen würde. Oh, ein Behemoth, toll. Unter Terrormonster, aber gar keine. Ah, dann habe ich verdeckt, die Zone verdeckt. Schütze bringt mir jetzt eigentlich nicht so viel. Okay, warte mal, warten. Lassen wir es mal noch so. Und Linkbeschwörung. Ne, Moment, noch nichts. Wenn man auf den Friedhof geht, dann schicke ich doch mal. Das muss natürlich auch ein Flipmonster sein. Kein Flip-Effekt-Monster, was irgendwie einen Effekt auf dem Friedhof nutzen kann. Hm.
Versuchen wir mal den hier, weil der nimmt den nämlich mal runter. Ja klar. Dann mal hier hin. So. Weltvermächtnis, aber tatsächlich glaub's nicht. Hey. Okay, der fängt natürlich auch nice. Schatten über Dinge sind natürlich die ganzen Dinger. Wobei, die kann ich auch nachher noch nutzen. Das Monster ist eigentlich ziemlich interessant. Ich kann auch jetzt gerade nicht flippen, das ist klar. Den beschütze ich vielleicht ein anderes Mal. Was aber sonst noch so? Zwei Erdemonster, wa? Hätte ich sogar, aber ich hab Bock drauf, den zu rufen. Jetzt noch nicht, vielleicht nachher. So, ansonsten, ihr könnt jetzt nochmal irgendwie. Na komm. Was trotzdem mal. Ich kann auch eben noch flippen und dann eine Armee an Linkmonstern rufen. Vielleicht mit dem Extra-Link, aber das würde mich jetzt stark wundern. Ja, vor allem deswegen. Ach, stimmt, hier gibt es natürlich alle Monster. Alter! Was für ein Penner! Ja, und nun? Bin ich noch ein bisschen am Arsch? Ah, super. Das könnte wieder mal eine schöne Folge werden. So. Auch erstmal. Haben sie sogar nicht denen hier rufen? Dass die Beschwörung beschworen wird. Oh, ja, servus. Ja, ist irgendwie noch ein seltsames Deck, muss ich zugeben. Und vor allem, warum kann ich jetzt hier kein weiteres Team rufen? Zwei Flipmonster. Also. Ja, das macht Sinn. Warte, wie geht der Effekt? Die verdeckte Verteidigungsposition. Okay. Die verdeckte Verteidigungsposition. Eigentlich der schon cool. Empfänger, ernsthaft? Okay. Fündnis des Weltvermächtnis. Du. Spielzug nur einmal. Okay, warte mal. Die Karte klingt auch interessant.
So, den will ich noch im Verteidigungsmodus lassen, weil ich finde seinen Effekt eigentlich ziemlich geil. Die und diese verdeckte Mann das Ziel wählt, Schnelleffekt. Mhm. Das war schon wieder irgendwie Raigeki. Nein, wobei Raigeki geht nicht, weil dieser kein Ziel. Raigeki zerstört alle Monster. Egal. Ich werde wohl kaum Zeit als Raigeki haben. Das wäre dann eher mal ein bisschen cooler. So, was haben wir hier noch Schönes? Wuch. Anschluss auf Twinkle Basiswache. Oh, ich hätte es halt gegen die drei eingesetzt. Ich meine, ich habe so viele Dinge auf dem Friedhof. Naja, jetzt kann ich hier die Effekte richtig geil einsetzen. Wie sieht denn das mit den Pfeilen aus? Okay, das sieht interessant aus. Eine weitere Option wäre natürlich ihn zu rufen. Aber ich habe zu wenig Link-Monster dafür. Zwei Flip-Monster. Ja, das wird ein Problem. Dann kann er dummerweise, könnte er hier dann, also wenn ich den rufe, hier hinsetze, kann er nachher hier wieder einen Link-Monster rufen. Wobei, warum sollte er, wenn ein Link-Monster rufen kann, dass er da hinsetzen, also spielt keine Rolle. Er hält 500 Angst wie das Twin-Winkel-Monster, das es zeigt. Oh, natürlich geil, weil ich habe hier noch einen. Gut, der wird nachher wegfallen. Kriegt trotzdem noch ein bisschen Bonus. Spezialbeschwörung beschwören. Oh, natürlich auch geil. Riskieren wir es mal. Ich meine, er hat noch verdeckte Karten, das kann sonst was werden. Spitzer Cerberus. Der muss sehr spät sein. Okay, mal gucken, haben wir überhaupt sowas? Ah, habe ich, okay. Ich habe so viele Karten von denen. Kann ich einen ruhig mal ablegen. Okay, gucken wir nachher gleich an. 3500 Angriffspunkte, sonst muss ich da jetzt nicht mehr viel machen. Den rufen, nee, da will ich eigentlich aufsparen. Den genauso. Ich würde mal sagen, Angriff, wa? Da muss der natürlich auch noch weg. Jo, gerne. Warte mal, was hat der für Fähigkeit? Also, 000, ja, dann geht's halt hier hin. So, jetzt kann ich theoretisch... Warte mal, was steht da? Ah, okay, da war der Effekt. Ich müsste da den rufen, da bringt man sowieso nicht viel. Ja, müssen wir den dafür einsetzen? Nee, nee. Ja, cool, wenn man irgendwie drei von diesen Dingern hätte, von diesen Spielmarken, dann würde man viel mehr bringen. So, warte mal. Jetzt haben wir Gergones Ende. Okay, der Effekt ist geil. Vor allem, weil er aktuell ja ziehen würde. Weil ich zeige ja auf das Feld, das Feld, das Feld. Also könnt theoretisch alle Monster zerstören. Also könnt die drei quasi zerstören. Würde das Ausrüsten Monster zu, bevor sie zerstört wurden. Warte mal. Okay, dann wäre er weg. Weil 4000 hat jetzt gerade Power. Das wär's dann. Okay, das ist die permanente Falle.
Torpedofaser kann langsam zerstören, falls es zuschwören. Spezialbeschwörung, okay, gut. Klingt auch schön, da könnte ich machen, will ich aber nicht. So. Jetzt bin ich gespannt, was er macht, wie er sich da rausreden will. Also rausreden, natürlich rausspielen will. Wer würde jetzt auch überlegen? Ja, die doch nicht. Ich teste mal, komm. Alter, ist das mies. Der hat tatsächlich die Angriffspower, die ich vom Link-Monster hatte, genommen. Die Monster rundum zerstört, die es gezeigt hat, aber ihnen den gesamten Schaden und dem einen Monster gegeben. Ach du Scheinkleister. Okay. Also, muss zugehen, hat doch Spaß gemacht, das Scroller-Deck. Das hat Power, kann man nicht anders sagen. Tja, Freunde, haben wir auch Power? Neue Torption verfügbar. Sehr schön, Geschenk des Märtyrers. Wir könnten hier draußen auch schon weitermachen. Oh, jetzt haben wir viel Alter Schwede. Ja, fast alles andere aufgedeckt. Fähre des Heiligen Phönix. Oh, da wollen wir schon sehr. Neftis. Ja, der Pseudo-Ra, wa? Die kleine Schwester von Ra, wie es damals auch so schön hieß. Auch eine uralte Karte, wenn man so sehen will. Hat aber trotzdem immer sehr viel Spaß gemacht. Aber ich würde trotzdem mit dem Sternhelden weitermachen, weil es macht echt grad, sehr viel Spaß. Das heißt, nächste Folge machen wir mit Geschenk des Märtyrers weiter und hoffen, dass wir die Geschichte der Sternhelden zu einem guten Abschluss bringen und Ip noch irgendwie befreien können. Der Kampf um das Weltvermächtnis geht, denke jetzt mal, weiter. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.